Das ist es, Hüter. Rache für die träumende Stadt. Für unsere Stadt. Für alle. Coria hat sich in mehreren Ebenen der Ruine abgeschirmt. Sie versteckt sich. Eine eiternde Fäulnis tief im Kern dieses Netzwerks. Savatuns Auge ist jetzt auf uns gerichtet. Ich kann sie spüren. Es ist, als ob dieser Moment unvermeidlich war. Schicksalhaft. Aber du hast mir gezeigt, dass es nur das Schicksal gibt, das wir für uns selbst wählen. Los, Hüter. Möge dein Weg hell erleuchtet sein. Hat sich in Sicherheitsebenen zurückgezogen, die Domänen widerspiegeln, die du zuvor zum Kollabieren gebracht hast. Die Herausforderungen hier sind die gleichen, denen du begegnet bist, als du deine Spreißerkräfte verfeinert hast. Du bist bereit dafür. Unsere Hoffnungen ruhen auf dir. Hinter anderen und benutzen sie als Spiel. Kennt ihre Feigheit kein Ende? Wir sind alle hier. Wir glauben an dich. Coria ist nah. Die besessenen Korrumpierungen dieser Vex-Domäne sitzen tief. Ich kann die Infektion in ihren Systemen spüren. Finger der Dunkelheit, die noch etwas greifen wollen. Sei vorsichtig, Hüter.
Der träumende Geist. Hüte! Es ist soweit! Kämpfe mit allem, was du hast! Das Licht leitet dich. Glückwunsch, Hüter! Dieser Sieg ist monumental!
lasst uns besser noch nicht alle Champagnerflaschen in der Stadt öffnen. Osiris hat recht. Dies ist ein monumentaler Sieg für die Menschheit und die Elixni. Aber es war nur eine Schlacht, nicht der Krieg. Trotzdem, Siege sollten gefeiert werden. Ja, Mithrax hat recht. Wir werden ein Fest veranstalten. Feiern! Im Klangkreis würde uns die voll. Ich werde einen Anzug tragen.